Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Magic School Part 15. Heute geht es um Top Challenge. Ich bin's wieder, euer Antonio, Ramantur 54 auf dem Kanal 77. Fangen wir einfach mal mit dem Tutorial an. Oder was ist Top Challenge überhaupt? Beim Top Challenge geht es darum, dass der Zuschauer eine Karte wählt, also dass der Zuschauer eine Karte wählt und dann fragt, und dann, ja, sagen wir mal, jetzt hat er die Herz 10 gewählt. Dann würde ich ihn halt fragen, ist das deine Karte? Er sagt nein, dann würde ich die Kreuz 9 nehmen, schnipsen und sagen, doch, das ist deine Karte. Und darum geht es einfach, er tauscht die beiden obersten Karten, mehr oder weniger. Und umso mehr ihr das übt, desto besser sieht das aus. Ihr müsst das einfach lange üben. Nehmt euch einfach die Karten und macht den immer wieder. Und jetzt kommen wir mal zum genaueren Tutorial, wie sieht der aus. Also, wir haben jetzt einfach mal die Zuschauerkarte, ist in dem Fall die zweitoberste Karte, in dem Fall die Pik Dame. Dann würde ich ihn fragen, ist das, also ich nehme die oberste Karte und gehe hinter das Kartenspiel so 5 bis 10 cm, frage ihn dann, ist das deine Karte? Er sagt nein. Während ich das frage und die Ablenkung jetzt nur auf dieser Karte liegt, nehme ich meinen Daumen und mit so ein bisschen und bringe diese Karte einfach so nach rechts. Das ist eine ganz normale Bewegung. Wenn ihr euren Daumen nach rechts bewegt, dann geht die Karte so ein bisschen runter. Und wenn ihr das trainiert, dann geht die Karte ungefähr später so runter. Dann haben wir die so unten, die Karte so. Und während wir jetzt hier so nach vorne gehen, gehen wir unter diese Karte. Und wenn die Karte so unterliegt, gehen wir einfach mit der obersten Karte weiter und haben die Karten gewechselt. Also nochmal. Karte kommt hier nach hinten, das ist jetzt ziemlich weit nach hinten, soweit eigentlich nicht. Ist das deine Karte? Er sagt nein. Ich gehe hier runter, gehe mit meinem Daumen auf die oberste Karte und gehe einfach weiter nach vorne. Also unter, Daumen geht auf die andere Karte und weiter nach vorne gehen. So sieht das Ganze aus. Und dann müsst ihr das einfach nur trainieren und schnell. Ihr könnt es auch noch anders einbauen, zum Beispiel. Hier, stopp mich mal, wo du willst. Du willst, stopp. Okay. Ist das deine Karte hier? Achso, das hier ist deine Karte. Ja. Und wir heben jetzt einfach ein paar Mal ab. Und mischen das Kartendeck noch. Also was haben wir gemacht? Wir haben einfach einen Double Lift gerade gemacht. Also ich habe ihn hier irgendwo stoppen lassen. Dann habe ich zwei Karten als eine genommen. Das sind jetzt zwei, sieht aber wie eine aus. Und die habe ich dann nach oben kontrolliert. Das habe ich euch. Controls hatten wir in der Magic School auch schon. Müsst ihr einfach mal reingucken. Okay. Nun zeige ich hier. Nun nehme ich einfach wieder diese irgendeine random Karte, Herz 4. Und dann so, ist das deine Karte? Nein, diese Karte kommt nach hinten. Wir gehen mit der falschen Karte unter die richtige Karte. Geh nach vorne, Karte gewechselt. Das könnte man auch so machen. Wir machen das einfach mal mit der Vorderseite. Ist das deine Karte? Nein. Das hier, ja. Also hier kann man das wunderbar sehen, was ich mache. Das ist natürlich alles ein bisschen eine Frage der Übung. Ihr könnt euch damit ganz viele eigene Tricks ausdenken. Ihr könnt damit ganz viele eigene Sachen machen, eigene Routinen, whatever. Wunderbar. Wenn ihr das trainiert, dann sieht das für den Zuschauer clean aus. Auf der Kamera ist das nicht so nice, weil das ist ein bisschen winkelabhängig. Aber ja, macht das einfach mal. Setzt euch einfach wirklich eine halbe Stunde hin und macht einfach immer wieder diese Bewegung. Und ihr werdet merken, dass ihr da drin immer besser werdet. Das Schwierigste ist eigentlich, die Karte so nach hinten zu bekommen und dann darunter zu gehen. Weil das Changen an sich ist ja nicht schwer. Und ja. Das war schon die ganze Folge, heute etwas kürzer, aber es ging ja auch nur darum, euch den Top Change beizubringen, weil das eine sehr starke Methode ist, damit könnt ihr sehr viel machen. Und ich muss dieses Video unbedingt beenden und diesen Raum verlassen, weil hier ist es so heiß drin, Fenster zu. Es ist einfach nur warm. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, da vielleicht den Abo-Button. Ich hoffe, ihr habt kein Corona, wenn ja, gute Besserung. Bye. Bye.